Seht ihr das? Was ist das? Also, was soll das? Schon wieder rausgeflogen. Also ich muss sagen, Hammer. Also es geht echt steil nach oben. Ich glaube, das wäre nur ein Kampf oder so. Ich habe ja gesagt, ich werde mein Team ein bisschen überdenken. Habe ich gemacht. Also ist jetzt nichts groß dazugekommen. Wobei da unten sieht man schon eine Option, die ich hätte, die ich in Erwägung ziehe. Und zwar, da brauche ich euch, eure Hilfe. Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mit einem darüber geredet, aber er ist jetzt auch nicht so der Aktivste in der Weltarena. Er spielt zwar höher als ich, aber er ist halt nicht der Aktivste in der Weltarena. Und zwar habe ich gesucht eine Option, so ähnlich wie Shivu. Halt einen Arm mit Speedlead und einen Strip. Nicht unbedingt der Attack by Reduce, sondern mehr so der Speed und der... Was war der andere? Hab schon wieder vergessen. Was war das andere nochmal? Der Speed und der Strip. Genau. Die Frage ist, was ist da besser? Da, wie gesagt, also Leute, ich weiß, dass ich auch viele Spieler habe, die höher spielen als ich, ja? Sagt mir bitte mal eure Meinung in den Kommentaren. Ist die Option Gemini besser oder Swift werde? Was ist da besser? Ja, was ist da besser? Weil das Team, was wir jetzt spielen werden oder heute ausprobieren werden, ist Sierra, Gianna, Savannah, Daphnis situationsmäßig und Verde. In den meisten Fällen. Ja? Aber ich bin am überlegen, Verde durch Gemini zu tauschen. Der Verde sieht jetzt bei mir nochmal so aus. Er ist ein bisschen, also er ist ein Speed langsamer geworden und einen Crit-Rate hat er verloren. Ich hoffe, die Crit-Rate, die eine macht mich nicht fertig. Ja, ich hoffe. Das ist der Verde vorerst. Der ist in sich nicht viel eingebüßt. Ich glaube, ein bisschen HP, ein Speed, wie gesagt. Und eine Crit-Rate. Muss man mal testen. Ja, die Krate, keine Ahnung. Dann, wie gesagt, der Daphnis, der ist am schnellsten bei mir. Der sieht so aus. Ja. Das ist der Daphnis, der bei mir am schnellsten drankommt. Dann kommt Gianna dran. Also Daphnis ist schneller als Gianna. Das wäre logisch, wenn nicht. Ja, wäre doof, wenn nicht. Das ist halt das Problem mit Gemini. Gemini müsste man dann picken ohne Daphnis. Ja, Daphnis darf da nicht gepickt werden, weil Gemini safe schneller ist und wenn er strippen soll, etc. Aber ich suche halt nach einer alternativen Lösung eines Speedleads und da wäre nur noch Psama. Mehr habe ich nicht. Ja, also klar, ich könnte einen Tyron bauen, aber ich glaube, der passt bei mir halt nicht rein. Deswegen. Auf jeden Fall, das ist die Gianna, die ist jetzt auf Viobel. Ja, das hat sich geändert bei der Gianna. Sie ist getuned mit Savannah. Ja, ich glaube um 2 Punkte ungefähr. Mein 2 Punkte ist sie langsamer als sie. So, das ist die Savannah. Sie ist leider noch nicht auf Wille, weil mir hier, wie gesagt, die Crit-Damage-Rune fehlt. Ich könnte sie ändern, wenn ich irgendwann mal raiden gehe und ein Gem kriege, dann könnte ich die da reinhauen. Ja, wenn ich dann noch einen schönen Gem kriege, dann ändere ich das hier in 8, hoffentlich. Nicht das. Ja, und hau dann da nochmal einen 4er-Stone rein. Dann bin ich ungefähr auf 12, wenn es gut läuft. Ja, und dann 2-Speed langsamer. Ja, kann ich noch ausbessern, weil ich sie hier zum Beispiel irgendwo langsamer machen musste, weil sie sonst schneller gewesen wäre als Gianna. Ja, und das ist nicht so optimal. Deswegen, das... Also die Rune ist an sich da, die Gems fehlen noch. Also hier wird sich noch was ändern bei ihr. Die ACC muss ich auch gucken, wie das ist. Ansonsten, Sierra hatte ich natürlich die Rune, also sie hat einen Teilrune von Sierra jetzt und Sierra ist jetzt ein bisschen, also HP habe ich mehr hier von den Artefakten weggenommen, ja, das wäre so oder so passiert. Der Speed ist höher gegangen, um 5 glaube ich durchschnittlich. Verde zu picken ist halt immer noch das schnellste Monster, sprich ich komme trotz Vio Gianna gegebenenfalls als erstes dran. Außer er pickt mir die Sierra weg, seht ihr? Und jetzt wäre zum Beispiel ein Shivu geil. Ja, und das ist das, was mir halt jetzt fehlt, der Shivu. Wisst ihr, was ich meine? Und deswegen, Shivu wäre nice oder Gemini als Ablösung des Speedleads. Natürlich kein 24er-Lead, aber halt 19er-Lead. Und 19er-Lead macht auch schon was aus. Besser als keiner. Ha. Ja, vielleicht war der Lead nicht der optimalste Wahl hier. Schauen wir mal. Daphne ist schneller. Please treff Sierra. Nice. Reicht das doch aus? Nice. Okay, gerade so. Der macht noch nicht so viel Schaden, merke ich. Okay, nö, den Strip halten wir auf. Wir sind auf Vio diesmal. Schön, ne? Vio. Schön der unnötigste Proc jetzt schon rausgehauen. Juno? Nö, Juno interessiert mich gerade nicht. Jetzt hier können wir mal strippen. Vielleicht ist er mehr... Okay, oder nevermind. Okay. Nice Strip. Der war wichtig. Der Strip war hart.
Der tut weh, muss ich ganz ehrlich sagen. Das Strip tut weh. Ich muss aufpassen, mit was Buffs angeht bei mir. Deswegen buffe ich jetzt noch nicht. Ich schalte ihn einfach mal hoch. Ja, ich warte gerade. Er hat auch keine Wille gemacht. Ah, seht ihr mal einer an. Der ist smarter Guy. Smarter Guy. Er wartet. Der wartet. Er wartet. Hat er Widerstand? Ich hab's nicht gesehen. Aber ich bin auf Vio. Vielleicht hat Gianna hier und da mal Bock. Hat er Widerstand? Ich hab's nicht gesehen, aber so viel Text. Na, er hat nicht Widerstand, schade. Aber er macht das. Jetzt muss er auf den Stun auf Gianna gleich hoffen. Jetzt muss er gleich einen Stun auf Gianna hoffen. Oh, nee. Interessiert ihn nicht mal. Okay, wir machen das jetzt aber hier. Vielleicht prockt die, ja. Das wäre nice. Schade. Mhm. Jetzt wird sie wieder strippen. War abzusehen, wie gesagt. Okay. Ah! Der Proc tut weh. Der Proc tut weh. Der Proc tat weh. Okay, kriegen wir einen Glancing drauf. Okay, immerhin. Wo holen sie raus? Please, trefft die Bombe. Nice. Sie hat aber, glaube ich, noch den Shield. Den heben wir uns jetzt mal auf. Ja, das heben wir uns jetzt mal eben auf. Für den Fall, dass er jetzt den Shield macht. Mit Molly. Ja. Warte mal. Mhm. Ah, schade. Ja, er macht's. Er macht's. Das ist gut. Das ist gut für mich. Mit kein Stun oder so. Jetzt gleich auf I. Nicht. Ah! Nein! Ach man, dieser Lucky Disperstan. Der kostet mir jetzt gleich den Sieg. Dieser Lucky Disperstan. Und wisst ihr, diese Qualstuns von ihr machen gerade ihr den Sieg. Also ihm den Sieg. Nur die Juno. Nur mit den Qualstuns. Das regelt ihm gerade das Match. Das ist nur die Juno. Das ist krass. Dass das nur die Juno gerade macht. Barbara wäre hier auch ein Pick gewesen. Das Problem bei Barbara ist halt eher, dass natürlich ich hätte, das Problem ist, ich habe keinen Strip jetzt, dadurch, dass ich keinen Barbara mitgenommen habe. Das könnte ein bisschen problematisch sein. Wie gesagt, man hat direkt gesehen, dass er mit Gianna bannen will, weil er trotzdem weitergemacht hat mit seinen Dingern da. So, nächstes Problem ist, er ist auf Full Will. Und ich krieg kein Strip hin. Man kennt's. Ja, man kennt's. Kriegen wir denn hier einen Stun hin? Fangen wir damit mal an. Kriegen wir hier einen Stun drauf? Außer sie clans den Instant Wave. Okay, der Stun ist da. Das ist ja schon mal ganz schön. Das ist schon mal etwas. So, das Problem ist, wie gesagt, die Wille. Ich krieg die Wille nicht weg. Von beiden nicht weg. Sprich, Savannah hat jetzt erstmal gederbt, sonst hätte ich die Fran rausnehmen können. Und ich glaube, es ist jetzt schon RIP. Abgesehen davon, dass es ein G-Spieler ist. Immer dasselbe. Also, ich will hier nichts sagen, ne? Aber, man muss halt ganz ehrlich sagen, da komme ich eh nicht durch, deswegen gebe ich Sierra jetzt schon mal den Speedbuff. Ich will ja nicht sagen, aber man sieht so eine bestimmte Sache immer bei Farmern. Unter Farmern sieht man immer eine ganz bestimmte Sache. Achtet mal drauf. Vielleicht kommt ihr selber drauf. Warum? Warum macht Comtrust da nichts? Man sieht immer dasselbe. Achtet mal. Was fällt euch auf hier? Ja, was fällt euch auf? Und das hast du zu 90%. Ohne, dass es jetzt falsch klingen soll. Aber das ist Fakt. Deswegen spiele ich halt RTA-lastig tatsächlich lieber mit Barbara als mit Savannah. Savannah ist einmal Wille drauf. Und du hast keinen Strip und da wird safe Gianna gebannt. Deswegen, ich brauche einen Shivo oder... Deswegen bin ich halt auf Gemini irgendwie hängen geblieben. Man braucht halt sowas, ja. Nice Internet. Danke. Um halt dagegen irgendwie ein bisschen vorzubrechen, weil man sieht, was ich vorhabe. Und wenn das durchkommt, ist es halt an sich erstmal ein bisschen RIP. Das ist, Internet, bitte. Danke. Please. Nice. Erstmal okay raus. Okay, oder auch nicht. Nice, danke, Spiel.
Schmerzen, sage ich euch. Schmerzen. Ich meine, ich kann strippen mit Barbara eventuell. Das Problem ist bei Barbara, dass durch Molly ein großes Fail-Potenzial da ist. Und ich weiß gar nicht, was mit dem Internet los ist, aber geht nicht zu VOA. Kein guter Anbieter. Kann ich nur sagen. Kein guter Anbieter. Das ist ja noch nicht mal so schlimm, aber das Ding ist, sie ist jetzt dadurch, dass jetzt Molly drankommt, Fran drankommt, ist er jetzt eh wieder full life. Sprich, dadurch, dass die Bombe nicht getroffen hat, alles für ein A. Alles für ein A. Außer er versucht jetzt Barbara zu resetten. Die hat doch eh nichts ready. Habt ihr euch... Okay. Aber jetzt... Alter, das... Ich gehe jetzt mal mit Absicht hier drauf. Barbara, wenn du jetzt triffst... Wenn du jetzt triffst den Oki... Das könnte lecker sein. Tada! Safe call. Danke, die Bombe ist komplett unnötig. Danke, Spiel, für deine glorreiche Hilfe. Vielen Dank. Please hold the line. Das GG. Selbst wenn ich jetzt durchkritte plus dies, das wird nichts bringen hier. Eventuell wäre es sogar klüger, den Vigor zuerst anzugreifen tatsächlich, anstatt den Oki. Das könnte auch ein bisschen, ich sag mal, ein bisschen Fail sein von meiner Seite aus. Sie kann cleansen, das ist interessant. Ich weiß noch nicht wen, ob Vigor oder ob... Nee, macht sie nicht mal, okay. Und ja, das ist schwer. Schwierig. Aber das hat mir das Spiel... Natürlich, eventuell der Fokus war vielleicht nicht die beste Lösung. Das kann sein, ja. Natürlich, der Proc zu dem zu seinen wichtigen Dings nicht. Ich habe sie nicht ready. Natürlich, man kennt's, dass ich nicht detonieren kann. Jetzt kommt das Schild auf Vigor, damit er nicht stirbt jetzt gleich. Nein. Die Fran ist schneller. Und ach, ja, ach, der Proc. Natürlich. Mein Gott, ey, warum haben die Leute denn immer so viel Luck? Kann ich auch mal so viel Luck haben in meinem Leben? Das wäre echt schön. Mein Gott, ey, jetzt kommt der hier. Oh, ich krieg so hart das Kotzen, Leute, ey. Einfach zu verlieren. Wir standen. Wow. Wegen sowas. Hauptgrund Nummer 1, warum ich nicht streame. Internet ist einfach für den Arsch. Trotz 400k Leitung. Läuft nichts. Das ist der Wahnsinn, ey. Hat einer von mir geprockt? Hat Sierra mal geprockt? Nee, oder? Hat die einmal geprockt in diesem Match? Nee, oder? Ich weiß es nicht. Sag mal, hat die geprockt? Alter, der... Hä? Der hat ja gar nichts aus. What the hell? Wow, dieses Internet. Moment mal, Leute. Ich komme gleich wieder, ja? Ich komme gleich wieder. Ja, ich bann ihn mal lieber. Erinnere mir den Speedly. Das sieht man auch nicht häufig. Ja, bei anderen... mein RNG ist für den Arsch. Habt ihr doch gesehen. Ja, also mein RNG und mein Luck ist einfach voll in dem Arsch. Mein Karma ist einfach nicht da. Keine Ahnung, mein Karma existiert nicht. Aber der hat noch nie existiert. Und jetzt... Weiß ich nicht, was ich machen soll. Also erste Linie, Triana. Ja. Triana und Oki so ein bisschen. Ja, ich gebe hier schon mal hier die Bombe, in der Hoffnung, dass sie vielleicht Bock hat zu cleansen mit irgendeinem. Gehen wir schon mal ein bisschen auf ihn so ein bisschen. Okay, das lief gut. Schauen wir mal. Ja, okay, das ist schon mal gut für mich. Ja, sogar geprockt, man kennt's, ne? Geht auf sie. Okay, macht die auch Buffs? Oder heilt die nur? Okay, sie heilt nur gut. Ja, ja. Ich habe aber noch den längeren Hebel, weil... Ja, er macht's doch. Er macht's... Oh, er will die resetten. Oh, er will sie resetten. Ich sehe es vorkommen. Ich sehe es. Und er hat's geschafft. War ja klar. Das war ja klar, dass er das schafft. Ich bin auf Vio. Auch wenn man es nicht merkt. Gianna ist inzwischen auf Vio. Sie kann procken. Ich kann sein, dass sie noch mal ein bisschen länger braucht, um es zu verstehen. Ja, weil sie war jetzt eine sehr lange Zeit auf Vio, auf Swift. Ja, da kann man verstehen. Vielleicht braucht sie ein bisschen. Aha. Ja. Hahaha, ha, 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 Kollege. Was jetzt? Sie ist auf Vio. Badam. Danke. Gerade die einer der wichtigeren nicht gestrippt. Aber okay. Ist der hier ready? Dann hat Barbara ist danach dran. Wer ist danach dran? Okay, sie ist danach dran.
Oh, das ploppt nicht, oder? Es ploppt, nein! Wieso macht er so viel Schaden? Hat er Heal ready? Ja, ach, Mann. Egal, reicht das? Okay, gut. Sleep? Huh. Okay.